Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sims 4 Legacy Challenge. Und wir sitzen nach wie vor auf dem Pott. Aber das machen Frauen nun mal so. Ja, bestimmt. Ich bin übrigens auch dabei. Die E. Was macht sie da? Was macht sie da? Achso, ja, richtig. Pflanze gießen, weil Pflanze ist ein bisschen. Der geht's nicht so gut. Ja, lalalala. Schön pfeifen kann sie auch. In allen möglichen Farben. Um 5 Uhr morgens steht sie in Unterwäsche draußen vor der Blume und gießt sie und singt ihr Liedchen. Bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein und durch meine Blüte fließt die Sonne in mich rein. Ich bin ein Gänseblümchen und mir wird ganz... Oh! Gänseblümchenlied war nicht besonders erfolgreich. Ha! Direkt glücklich! Yay! Handy! Mobilfunk! Soziale Kommunikation! Facebook, behindert, Twitter, Arschloch, krank, Krebs. Was halt die jungen Leute von heute so machen. Frauen halt. Sobald die ihr blödes Gerät in der Hand haben, sind sie glücklich. Ja, Blick auf Sandy durch die Gegend laufen und sich beschweren, weil man nicht Bescheid gesagt hat, dass eine Tür kommt. Richtig. Also ist mir heute noch in der Schule passiert, also dass ich angeschnauzt wurde, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Wieso sollte ich? Ich würde die auslachen. Und der links und rechts nochmal einen hinter die Ohren geben, wenn so ein Spruch kommt. Mit der Tür, logischerweise. Nämlich jetzt. Was war jetzt los? Was war denn das für ein Blick? Sie hat Bock auf den Boxkampf. Ja, gewalttätige Rockerin halt, ne? Jeder muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, da würde ich sagen, leg mal das Handy weg, räum lieber erstmal dein Geraffel hier auf. Dann drückst du nochmal. Oh, warte mal, nee, dann duschen wir lieber nochmal schnell. Dampfende Dusche. Erfrischend. Lass uns mal eine erfrischende Dusche nehmen. Mal gucken, was da passiert. Ja, welche Auswirkungen das haben wird, ist bestimmt interessant. Ja, wahrscheinlich ist sie dann nachher erfrischt. Oh Gott. Was ist denn da hinten passiert schon wieder? Der Mülleimer ist umgekippt. Macht nix. Ah, jetzt geht's ihr wieder gut. Ist das nicht toll? Ich finde den Kopf, den hätten sie auch noch ruhig verpixeln können. Du-di-du-di-du, la-la-la, la-la-la, wischi-waschi, fröhlich sein. Aber ich glaube, wir müssen uns echt mal was überlegen, was sie wirklich glücklich macht, weil, Oh, Energie geladen. Oh! Der Blick macht mir ein bisschen Angst. Der ist auch ziemlich freaky. Ja, was stelle ich denn jetzt als nächstes an? Gulli reinigen wäre was. Ah, im Internet surfen. Ja, meinetwegen surfen im Internet, bis du zur Arbeit musst. Essen tust du bestimmt auf der Arbeit irgendwann. Energie geladen plus 1, erfrischende Dusche. Weil geduscht hat. Eine kurze Dusche kann extrem erfrischend sein. Also kurz war das aber nicht. Ich wollte gerade sagen... Wir müssen wieder eine Firewall durchbrechen übrigens und ich verlasse mich natürlich wieder auf den Rat meines angetrauten Eheversagers Ela. Ich schweige. Option Schweigen gibt's jetzt gerade nicht. Ich würde sie wieder durchbrechen, aber... Du willst Firewall durchbrechen machen. Ich gebe dir eine letzte Chance und mach nochmal Firewall durchbrechen. Ansonsten... Oh oh. Boah, was... Hätte ja sein können, dass was anderes kommt. Um mal das Klischee zu bedienen. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe denselben Brokkoli nochmal gegessen. Ne? Mein Kind. Ja. Oh Gott. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Oh Gott, oh Gott. Die Musik ist übrigens nie gerade ist nicht besonders erfrischend, wenn man die ganze Zeit hört. Wer ist denn das da hinten eigentlich? Oh, jetzt ist er weg. Nee, da ist er. Ich finde das doof, dass der nicht zur Maus hin reinscrollt. Das wäre mal schön. Das fände ich total supi, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Naja, bald ist sie fertig mit Arbeiten. Wir müssen hier echt irgendwas suchen. Was können wir denn, was Spaß machen? Computer. Ja, ein Computer. Das können wir natürlich machen, aber das Handy hat sie ja schon.
Ja, zumal der Computer recht teuer sein dürfte. Auch das, ich denke nicht, dass wir damit 465 Simoleons sehr weit kommen werden. Eher nicht so. Versuchen wir 136 und. es mal mit dem Angeln versuchen. Ja, ich wollte mir jetzt gerade mal ganz kurz eben hier ihr Gedönse angucken. Liebt die Natur, verführerisch, Genie und Bücherwurm. Vielleicht sollte sie einfach ein Buch lesen. Wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, wir brauchen natürlich ein Bücherregal dafür. Und dann kann sie natürlich ein Buch lesen. Sollen wir Geld dafür ausgeben? Ist Sims etwa noch nicht so fortschrittlich, dass es irgendwelche E-Books gibt? Nein, gibt's nicht. Wirklich. Ja, es ist echt ein Trauerspiel. Wir kaufen ihr mal, würde ich sagen, ein Buch. Ein ganzes Jahr. Zwar das billigste vom billigen Bücherregal. Okay, das ist vielleicht doch nicht so billig. Aber warte mal, das ist ja auch spaßabhängig. Spaß 5 ist durchgehend so. Aber sie ist ein Bücherwurm, dann müsste sie. Warte mal, was stand denn dabei? Hat sie dadurch extra Spaß oder sowas? Sie können Bücher analysieren, auf einziger mit Büchern reden. Wie der die jetzt gerade verarscht hat. Unangenehmes Gespräch. Ich glaube, wir beleidigen ihn jetzt einfach mal. Oder was machen wir denn jetzt mal? Ja, ich glaube, sie hat vorher noch gesagt, sie hätte, oder gezeigt, sie hätte Bock auf den Boxkampf, oder? Oh, warte mal, jetzt geht's nach oben. Ah, was machen wir jetzt? Flapsi, alles klar. Oh, jetzt können wir es gar nicht mehr. Machen wir mal gemein. Über Outfit spotten, das ist eine gute Sache. Oh, warte mal, jetzt habe ich, glaube ich, auf Nancy geklickt gerade, oder? Ich glaube schon. Wie wär's mit. Hau ab, bitte! Ich mag dich nicht! Erstmal Handy raus! Oh, warte mal! Mein Sims ist fertig! Erstmal da hinschicken und. Ja! Die interessiert sich jetzt einfach gar nicht mehr für die beiden, das ist ja eiskalt! Ich sag's ja, Frauen und ihre scheiß Smartphones, das ist echt unglaublich. Die macht nichts anderes mehr. Wie kann ich ihn jetzt hier wegscheuchen? Tagverschöner, nee. Entschuldigen will ich auch nicht. Ich möchte euch gerne töten oder so, aber töten geht, glaube ich, nicht, ne? Andeuten, Mutter sei ein Lama. Jetzt gibt's ja auch noch. Ich will mich endlich mit dem prügeln. Oh, 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 ja, Bitchweit. Oh, der Blick. Ich glaube, jetzt gleich gibt's aufs Maul. Hey. Oh. Trink werfen? Habe ich hier schon wieder die falsche? Oh Mann, das ist ja total toll, wie das gerade funktioniert hier. Beschämt. Das ist ja merkwürdig, wie sie gerade am Gucken ist. Wow, er geht. Ja, Frauen, ne? Sag ich da nur. Boah, ey, weißt du, was mir gerade passiert ist? Die alte Ducke war voll gemein zu mir. Ja, und jetzt hab ich Karton auf der Rübe. Das ist voll doof, ey. Erstmal auf Klo gehen. Ach, die Arme, die tut mir richtig leid. Sie kann sich einfach noch nicht so richtig durchsetzen.
Also ich in ihrer Stelle hätte mir jetzt direkt erstmal die 2-Meter-Latte genommen und dann erstmal schön durch beide Gesichter gegraben. Dann wäre mir direkt wieder besser gewesen. So, was machen wir jetzt Schönes eigentlich? Was haben wir denn noch für Bedürfnisse? Spaß? Oh. Yumbala, Ja. Ist Roshba. kaputt. Ja, muss er reparieren. Das kann jetzt witzig werden. Nein, nicht trinken! Nicht das Wasser trinken! Nein! Oh Mann. Aber vor allem, woran dreht sie denn da rum? Das ist die unsichtbare Schraube, die für den Wasserstrahl zuständig ist. Kennst du nicht diese neuen Toiletten mit Spülung? So für unten drunter? Du meinst die mit Fernbedienung? Die mit Fernbedienung, ja. Ist ganz toll. Freundschaft schließen. Ah, sie ist gerade glücklich übrigens. Sie freut sich richtig darum, dass sie mit ihrer dicken Rohrzange an der Keramik rumschrauben kann. Und es ihr schön die ganze Zeit auf ihre Versace-Schuhe drauf plättert. Ja, warum auch nicht, Sie ne? trägt niemals solche Schuhe. Niemals. Es macht ihr aber auch keinen Spaß tatsächlich, wenn wir ehrlich sind. Die Hygiene leidet natürlich auch ein bisschen runter. Oh Mann. Aber die ist auch schon. Ja, der Reparaturvorgang ist auf jeden Fall schon ganz gut fortgeschritten. Noch ein paar Umdrehungen. Aber denkt dran, nach fest kommt ab, ne? Ja, noch ein bisschen. Der schon am Knarren ist. Also ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, dass das so gut ist, wenn das so fest ist. Nachher kriegst du den Deckel nicht mehr zu. Und dann stehst du da, wenn du auf einmal ganz dringend mal einen Bob in die Bahn werfen musst, ne? Dann, oh. Wo kommt denn der Wenn her? sein Deckel nicht mehr zukriegt. Aber, ja klar, nach dem Klo reparieren habe ich auch erstmal Hunger. In der Regel. Ja, dann, schnelle Mahlzeit. Ich würde sagen, Cerealien sind mal wieder dran. Wir ernähren uns ja wirklich sehr ausgewogen hier. Auf jeden Fall, ja. Ach, wir sollten uns echt mal endlich eine Arbeitsfläche holen, damit wir wirklich mal was Vernünftiges, was Gesundes zaubern können. Oder eine Pizza bestellen, da können wir uns bestimmt auch eine Woche lang von ernähren. Mehr oder weniger. So, jetzt sind wir glücklich. Supi. Was können wir denn hier mit? Jemand anrufen? Das machen wir mal als nächstes, würde ich sagen. Plaudern mit. Ey, du Arschloch! Nee, Eliza Pancakes. Pancakes meine ich natürlich. Die sieht nett aus, die rufen wir mal an. Ja, die haben wir ja auch zuallererst kennengelernt. Deswegen ist sie auch als erstes in der Liste. Das macht sogar richtig Sinn. Sie hat stinkende Socken, offensichtlich. Ja, aber erstmal muss sie weiter essen. Oh, die hat nicht nur stinkende Socken. Trust me, I'm an engineer. I like dumping everywhere. Omnibus. Oh, jetzt mal anrufen. Hey, du, Das ich klingt schon stinke. mal Und ich habe krass. gerade Cereale Schöne gegessen. neue Ja. Baby. Und du? Ja, ich sitze gerade im Flugzeug. Aber da darf man gar nicht Schöne telefonieren. Ja, das macht mir gar nichts. Nee, Scheibe. nee, nee. Oh, so, hervorragend. Fernseher? Da. Bohnen. Nee, da auch nicht. Gehen wir. Dann. Mit dem Tintenfisch. Die chattet die ganze Zeit übrigens mit Octopussy. Was nehmen wir denn? Erfrischende, nachdenklich, dampfende Dusche. Dampfende Dusche ist bestimmt gut, weil sie dampft gerade. Da ist eine dampfende Dusche genau das Richtige. Unserem Löwenmäulchenpflanze geht's übrigens toll. Warum heißt es eigentlich Löwenmäulchen? Ich scroll mal ein bisschen raus. Der Gesang war so unglaublich gar nicht schief. Das kann man sich stundenlang anhören. Hast du dir jemals ein Löwenmäulchen angeguckt? Ja, natürlich. Es hat ein Maul, eine spitze Nase und ein Bart. Ja. Besser gesagt eine Mähne. Ja, aber warum nennt man es nicht nur Löwenmäulchen? Und nicht Löwenmäulchenpflanze? Das ist falsch. Da fragst du jetzt die falsche Person. Wieso ist eigentlich dieses Gesprächsdinge noch hier? Ist der noch hier irgendwo bei uns auf dem Grundstück oder so? Müssen wir den vielleicht. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Ich stelle uns einfach auf die Dusche und snipern ihn weg. Mit einer Pumpgun. Ich war jetzt nicht von einer Pumpgun ausgegangen. Na dann. Können wir das eigentlich Teile plündern? Wir können hier Teile. Oh, wo kommen die denn her? Machen wir Aus auf dem jeden Fall mal. Klo. Oh, da sind noch feste Bestandteile drin. Die kann man noch essen, die sind noch gut. Koschasor. Was ist ein Koschasor? Oh, was ist denn das da? Achso, das ist Teile plündern, ne? Ja. Ja, komm, stell mal die Dusche ab, denk mal an deine Wasserrechnung. Oh. Oh, hoppala, was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist sie kokett. Ich glaube, jetzt will sie flirten.
Ich glaube das auch, aber stattdessen wühlen wir lieber im Müll rum. Hört nur halt den Müll an. Vielleicht findet man ja Teile, mit denen man einen Mann bauen kann. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile haben wir gefunden. Ah ja, das schmeißen wir mal weg, genauso wie das hier. Und da können wir ein bisschen jäten und dann ab ins Bett, würde ich sagen. Dann ist, glaube ich, unser Tag ganz gut gelaufen, ne? Ja, wir haben ziemlich lecker, haben wir uns Cerealien wieder gegessen. Wir sind die ganze Zeit an der frischen Luft. Ach Gott, diese Farben. Wir haben uns fast geprügelt. Wir haben uns fast geprügelt, also es kann gar nicht besser laufen. Und bring das mal schön weg. Ich habe gerade gedacht, ihr wollt jetzt in den Beutel in die Toilette stopfen. Und runterspielen. Oh, das Klo ist verstopft. Wie kann das nur passieren? Hat sie wieder schön daneben gelegt. So, dann gehen wir noch ein bisschen Unkraut jäten. Dann geht's ab ins Bettchen. Dann geht's wieder schön zur Arbeit. Und da müssten wir doch eigentlich auch schon bald so weit sein, dass wir befördert werden. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, wir müssen an den Tagesaufgabe: Computer Daten noch. durchsuchen. Nicht begonnen. Kann man das dann während der Arbeitszeit machen, vielleicht irgendwie? Wahrscheinlich genau das, wo diese Sache ist, die ich jedes Mal blocke. Wahrscheinlich. So, gute Nacht. Okay. Zum Erweitern? Ach, länger schlafen oder was? Scheint so. Weil die Dinger gehen ja runter. Nee. Hä? Wahrscheinlich irgendwelche Empfindungen. Ja, ich glaube auch. Und jetzt würde ich sagen, steht erstmal wieder Essen auf dem Plan. Nee, machen wir erstmal Toilettchen. Toilettchen und dann gibt es ein lecker Frühstückchen und zwar bestehend aus Orangensaft. Passend zu dem Glas, was vor mir steht. Aber wir haben nicht morgen, wir haben Abend. Ziemlich Abend haben wir gerade, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich morgen früh aus dem Haus gehe, stapfe ich erstmal durch den Schnee. Das kann passieren. Was hast denn du für eine Schweinerei hier auf dem Pott gemacht, wa? Hast du jetzt den Orangensaft? Wo ist der O-Saft hin? Ja, wo ist der O-Saft hin? Ah, da ist er ja. Frisch gezapfter O-Saft aus dem Lokus. Ich glaube, den sollte sie bald mal reinigen. Ich glaube das auch. Sie hat ja noch eine halbe Stunde Zeit. Und dann würde ich sagen, dann erstmal putzen, dann zur Arbeit. Wenn sie denn jetzt mal an ihrem O-Saft weiter trinken würde. Aber vielleicht kannst du ja während mit der anderen, kannst du mit der anderen dann vielleicht noch mal ein bisschen rumbuddeln. Nee, leider nicht. Und der Spaß kommt bei uns halt echt irgendwie ein bisschen zu knapp. Das, ja, ist lecker, ne? Der Orangensaft scheint aus festen Bestandteilen zu sein. Ja. Immer drauf, wenn sie trinkt. Ja, ich stelle das jetzt gerade lieber erstmal kurz beiseite. Weil erstmal soll sie den Lokus sauber machen. Jolololol, das macht Spaß mit dem giftgrünen Schwamm. Ah, da noch ein bisschen. Ah, hier noch. Die Fliegen, die ganze Zeit da rumfliegen, sind auch ganz toll. Jetzt mal tief einatmen und satt. Von wegen O-Saft trinken, um satt zu werden. Fliegen schnuppern. Ah, guck mal, es wird sogar deutlich sauberer. Das finde ich cool, dass es so weniger und weniger wird und nicht so auf einmal so plumm. Das war bei 3 ja noch so. So, alles sauber. Ab zur Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Vielleicht schaffen wir diesmal die Aufgabe. Das machen wir auf jeden Fall. Oh Gott. Ja. Die Arbeit, das leidige Thema. Mit dem Löwenmorchen geht es auch wieder nicht so gut. Ist ja nur ein Löwenmäulchen. Aber ich sehe gerade, wir gehen gerade schon wieder so ein bisschen auf das Ende der heutigen Folge zu. Und ich würde sagen, wir können es ja eigentlich mal mit einer kleinen Abstimmung wieder beenden. Und was können wir denn eigentlich mal so reinnehmen jetzt für diese Folge? Was wir fragen könnten. Was sollen wir denn als nächstes angehen? Na gut, das sind ja zu viele Möglichkeiten, die es dann gibt. Eine Entweder-Oder-Frage wäre, glaube ich, ganz geil. So ja-nein-mäßig. Genau, sollen wir mit einem Hausbau langsam anfangen, also das erste Zimmer fertigzustellen, mit Wänden, Tür und so weiter uns einzurichten? Oder lieber erstmal noch einzeln irgendwelche Sachen kaufen, die wir dann halt so benutzen können und draußen im Freien leben? Das stellen wir mal als Frage. Link kommt ihr da irgendwo hier hin und natürlich auch in die Beschreibung wieder.
Ich lasse ihn jetzt einfach mal in Ruhe weiterarbeiten, sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Sims. Bitte das Abstimmen nicht vergessen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.